Ja, Leute, endlich sind die Server online und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Die Leute, wir sind hier auch gerade im Livestream, aber wir schauen uns jetzt noch gerade die ganzen Schuhe. Ja, Leute, nach einer langen Zeit sind wir jetzt schon drin. Der Trailer. Einfordern. Durch Crew bekomme ich ihn natürlich jetzt schon. Und den Spektralritterin. Der neue Item Shop. So, da seht ihr es. Da einmal der Skin, der ist neu. Und das sind einfach solche OG-Skins. Der Re-OG. Football Road ist natürlich auch dabei. Das ist schon so geil. Das ist echt krass, irgendwie. So. Schauen wir uns mal nochmal zusammen den Battle Pass an. Hier ist nochmal der Spektralritterin-Skin. Hier nochmal die Bonusbelohnungen und hier die Seite. So insgesamt 250. Schon geiler Battle Pass. So 6750. Kostet der ganze Battle Pass. Passt. Dann werde ich jetzt einfach mal dieser Skin bleiben. Und wir gehen einfach mal in die Runde. Ja, Leute, ich bin jetzt auch schon in der OG Season drin. Ich zeige euch jetzt kurz mal alles. Hier der Item Shop hat sich oder OG Living, ne? Nimmer mehr Herz. Kapitel O. Boah, das heißt Kapitel Fortnite OG Season Fortnite OG. Da muss ich schon was überlegt, muss ich sagen. Da sind nochmal die V-Box. Amas OG geplant. Gut Geld machen. Oha, wie viele Cups gibt's da? Ist ja jeden Tag in den Cup. Dark Bricks. Okay, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in eine Runde rein. Und dann sehen wir uns drin. Ja, Leute, ich habe jetzt noch, während ich warte auf die Runde, mich entschlossen. Dazu schaue ich noch kurz, ob irgendwas Neues in Creative ist. Weil als Creative-Bauer muss man das ja wissen. Und es gibt sicher irgendwelche Sachen. Ist er jetzt einfach reingekommen? So. Also ist das nichts Neues, auch nichts Neues. Da sind wir neu. Okay. So neue Geräte, was die machen. Zeige ich wieder. Patchwork Kreuz. Maschinenpistole, Schallgedämpftes und das war's. Ja.
Also im Creative-Modus gibt es jetzt nichts Neues und dann gehen wir weiter zum Video. Also, ja Leute, endlich bin ich jetzt auf der OG-Map und gar nicht zum 100.000. Mal. Nein. Ich gehe dort runter, glaube ich. Ich habe mal gewusst. Da habe ich ja gesehen. Ist das Wiki-Schiff? Schaut krass aus. Das sieht aber cool aus. Chapter 2. Ich weiß, dass das so ein Cheese-Season ist. Früher war der halt viel schwieriger, wenn man nicht klettern konnte und nicht springen. Ja, dann ist das so wundervoll. Machen wir den mal einfach ohne Springen und klettern. Ja Leute, jetzt da ist dieses Wikinger-Dorf und jetzt bin ich endlich hier. Was auch immer das sein soll. Was sind solche Häuser? Snobby Shores. Landen nur viele eigentlich. Entdeckt, wenn wir Tactical. Schau, ich so eine Ferienanlage. Tactical, neue Maschinenmission. Sprinten und Klettern kann man natürlich auch, Leute. Gegnerkind kann man natürlich auch, Leute. Geile Waffen kann man auch finden. Wir sehen uns dann spät. Ja, Leute, ich habe jetzt diese geile Waffe. Leichtes Maschinengewehr, von der ich den Namen, wo 60er Magazin hatte. Das ist eigentlich eine krasse Waffe. Die muss ich euch jetzt auch noch in Aktion zeigen. Für dieses Video muss ich noch sagen, ihr wisst nicht, wie oft ich gestorben bin. Wenn ihr es wissen wollt, schaut es hin, was wir machen. Wo die Bombe? Ja, ich ja. Bam! Das ist eine krasse Waffe. Bam! Nächster Kill. Eigentlich hätte ich mir die Warteschlange länger erhofft. Ja, voll erhofft. Gedacht, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Ja, Leute, ich glaube, ihr seht es da. Der Clock Tower von Tilted Towers. Tilted is back. Und wir sind jetzt gerade, nein, nicht jetzt gerade, aber in genau 30 Sekunden, 7 Stunden live, krank. Und hä, aber das OG-Tilted-Gebäude fehlt auf jeden Fall. So, ja, daran. Also, das ist jetzt hier so ein komisches Gebäude. Ah, perfekt. Oha, man kann sich der Folge verstecken. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Nächste OG-Waffe, nicht der kleine Schlürftraum. Raketenwerfer. Ich nehme mich mal kurz voll. Da ist er. Der Raketenwerfer. Kann man wieder den Rocket Ride wahrscheinlich machen. Gebüsch. Kennen wahrscheinlich alle von euch. Jetzt habe ich so einen freshen Look hier.
passt. Das ist besser. Das ist schon geil, die OG-Season. Aber jetzt habe ich genau oder ungefähr, bin ich seit 7 Stunden einfach live. Echt mal schwierig und da wollte ich mich jetzt mal an alle bedanken, die mit dabei waren. Und mir geholfen haben im Livestream. Danke! Das war aber die OG Season mal so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!